So I first encountered the golem as a boy, hearing the sort of folk tale that was told and seeing excerpts of the movie here and there. But I feel like I really experienced the golem for the first time in making this work, in sort of digging into it deeper and trying to figure out my own version of what that would be for me. Is just a much different experience than sort of having it from the outside in this sort of from the inside out. Mi primer encuentro con el golem fue cuando yo era pequeño, la película de Paul Renner, de Golem, y yo tendría 9, 10 años, 8 mínimo, y la reproducían en la televisión española, que fue una película que me llamó mucho la atención porque cuando eres pequeño no sabes quién es el bueno, quién es el malo, quién es el villano, el héroe en la película, ¿no? Y eso te genera un cierto desasosiego, un cierto tal, porque no eres capaz de etiquetar, ¿no? De equilibrar la balanza. Entonces, posteriormente, ya de adulto, en la universidad, cuando estaba con mi investigación, descubrí, me metí de lleno en el mundo del golem y entonces sí, ya, ¿no? entendí todo y empecé a trabajar en torno a eso. I first encountered the golem when I was 16 years old in a book, The Pictorial History of the Jewish People. There was a photo of the statue in Prague of Rabbi Lowe and a description of the golem. And it was very fascinating to me. Die Bedeutung des Golems für mich ist zum einen eben dieses Bild von den guten Ideen, die sich zum Schlechten wandeln, was im Endeffekt doch immer auf die Schwäche des Menschen zurückzuführen ist. Und wenn man sich dann anguckt im jiddischen Golem, das ist eben jemand, der auch jetzt nicht unbedingt der Hellste ist oder eher ungeschickt, der Mensch ist unvollständig. Ja. Insofern ist der Mensch zum gewissen Grad auch selbst immer ein Golem. Was auch für mich Anlass war, dann sozusagen mich selbst als Modell für die Golem-Arbeiten, die hier in der Ausstellung zu sehen sind, zu nehmen. As a creative person, what the golem means to me is that as artists, we are golem makers. And when you create something, you're thinking of one thing, and then if you look at it 20 or 30 years later, which in this case, the paintings in this show were done in the late 80s, and I look at it now, and it sparks something very different in me than when I was creating it. Now I'm very interested in how the light changes and how it feels the golem image comes to life. It's always interesting that as we get older, the paintings stay the same and how you perceive it really changes. Der Golem funktioniert für mich vor allen Dingen ganz gut als Metapher für Intertextualität und ist gleichzeitig eine Metapher für den Schöpfungsprozess an sich. Ich finde es ganz interessant, beim Kunstwerk gibt es ja einmal so einen ganz intimen Moment zwischen Kunstwerk und Schöpfer und dann gibt es aber auch so einen Moment, wo man die Kontrolle verliert. In dem Moment, wo es in eine Sammlung übergeht, weiß man eigentlich nicht mehr richtig, was mit dem Kunstwerk weiter passiert. Und das ist eigentlich so ähnlich wie in dem Mythos. The Golem means to me something very basic in human nature. Not necessarily in Judaism, but as a worldwide thing that is typical of humans. It's the yearning for the sublime. It's the eternal yearning for the sublime. Like in all generations, through history and until today, human nature always is yearning for the sublime, wants to be God. Well, basically, golem means to me extensions, you know, of the possibility how to extend our capacities, our energy, which we don't have by ourselves, but we're trying to, you know, use someone else to help us. Basically, it also leads to thinking about robots, which is actually also a checkmate word by Karel Čapek. Czech writer, he invented the word robot,
So, you know, Golem is a robot, but Golem is also a friend who can be switched on, switched off, if everything works. So that's the Golem for me.